Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin für diese Woche. Diesmal mit unserem Künstler Rick, der eine richtig mutige Aktion gemacht hat und den allerersten Gästen auf AIDA Perla. Viel Spaß! Und endlich ist es soweit. Unsere AIDA Perla ist da. Und wir haben uns gedacht, wir begleiten mal die allerersten Gäste und gucken mal, wie sie reagieren auf das neue Schiff. Wie heißt es noch so schön? Ein Riesenschritt für uns, einen kleinen Schritt für die Grafs. Bitteschön. Wird das Fernweh immer größer, bis es nicht zu halten ist? Lass dich von Gefühlen leiten. Ein schönes Gefühl, ein gutes Gefühl. Super. Ne? Ja, freuen uns. Einfach Vorfreude. Ja. Ich denke, nicht zu schlagen, wenn man dann wirklich sagen kann, man war einer der Ersten, die eine Reise mit der Perla gemacht haben. Wie ein Neuwagen, obwohl der nicht mir gehört, der Neuwagen. Man sieht, es ist alles neu, es ist alles schön. Es ist so, wie man sich selber vorstellt, wenn man irgendwo hingeht und denkt, es ist nur für sich selbst gemacht. Wenn man uns vor 8 Jahren gefragt hätte, geht ihr mal auf ein Schiff, hätten wir gesagt, nein. Also es ist unser 4. Jahr und unsere 4. Fahrt. Wenn also uns irgendwie erlauben können, zeitlich, finanziell, sind wir jedes Jahr ja, auf einer Reise. Wir wollten halt das Schiff eben sehen und es gab ja schon viele Sachen halt im Internet. Über die Prima hätte man ja schon schauen können. Das wollten wir eigentlich nicht, oder ich wollte es nicht, um eigentlich mich wirklich nur von dem Schiff beeindrucken zu lassen. Also ich war selbst ja noch nicht auf dem Mond, aber es ist irgendein erster Schritt. Die 5 Tage, wo wir jetzt auf dem Schiff sind, die geht ja relativ schnell um und da hat man wahrscheinlich nicht alles gesehen. Deswegen ist der Urlaub in erster Linie mal die Perla. Ja. Man wirklich immer tolle Shows. Ja. Zu Hause geht man dann doch nicht mal in ein Musical oder mal in ein Zirkuszelt oder was gerade geboten wird. Und es war für uns jeden Abend, saßen wir also auf jeder Tour im Theater rum mit unserem Cocktail und ja, das ist super schön. Und irgendwie ist man, wie bei der ersten Reise habe ich gesagt, wie wenn man anders gechippt wäre. Weil irgendwann kriegt jeder das Lachen ins Gesicht, auch hier an Bord, auch von den Gästen. So ist es eigentlich. Also jeder sollte eigentlich so eine Reise mal machen. Also ja, wir waren total immer noch geflasht. Und jetzt habe ich was ganz Emotionales für Sie. Unser AIDA-Star Rick hat ganz lange wunderschöne Haare und er hat beschlossen, sich in der Primetime live von den Haaren zu trennen, um die dann für krebskranke Kinder zu spenden. Gucken Sie das mal an, ein großer Moment. Sag mal, Rick, wie kommt man auf so eine Idee, dass man sagt, lass ich mir doch mal die Haare lang wachsen und dann abschneiden? Eigentlich in Dezember war das, von 2015, dachte ich, habe ich ein Kind gesehen und die hat ihre Haare gespendet. Gut, dass die Möglichkeit besteht. Ja, dann habe ich gedacht, okay, ich mache es so lang wie möglich. Und, ja, heute ist der Tag, dass wir es abschneiden und nächste Woche spende ich es. Die deutsche Firma, Organisation, die das macht und die holländische ist dann diese hier unten. Und, aber in Deutschland zum Beispiel brauchst du allein 25 Zentimeter. Ich wollte schon immer meinen Mann auf der Bühne fragen, wie viele Zentimeter er hat. Die Kinder fragen sich alle, warum lachen später, alle? Wie viele Zentimeter ja. hast du, Rick? 44 Zentimeter. Ernsthaft? Ja. Die erste Strähne, wer könnte die besser abschneiden als der wichtigste Mann an Bord? Jens Janoschek! Ich würde Sie ja fragen, ob Sie auch spenden wollen, aber... Nein, das ist eigentlich nicht witzig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist überhaupt nicht witzig. Ich habe schon gespendet, wie Sie sehen. Und legen wir los. Wo sind die Schere? Wunderbar. Sie zählen runter. 3. 2, 1. Das erste Stück ist ab.
Jetzt offiziell kein Zurück mehr. Ja, jetzt kann ich nicht mein mehr Gott, zurück. Die schönen Haare. Die schönen Haare. Aber es ist ja für einen guten Zweck. Gibt es natürlich nur eine Frisur, die du tragen kannst. Das ist die Kapitänsfrisur. Also in diesem Sinne. Oh je. Weinen Sie auch, weil Sie das so traurig finden, dass die Haare abkommen? Oder weil Sie es so schön finden, dass die Haare woanders wieder draufkommen? Ja. Ich meine mal die Haare woanders draufkommen, weil das wirklich sehr selbstlos ist. Das stimmt einfach. Ja. Sagen, wie heißen Sie denn? Adriane. Adriane, kommen Sie mit. Sie werden hier gleich als Letztes die allerletzte Strähne gleich einmal mit abschneiden können. Und vielleicht halte ich auch einfach mal kurz den Mund, weil... Rick, alles okay? Okay. Das ist einfach bewegend. Ja, ich weiß nicht, ob man es unten sieht. Hier oben glitzern die ersten Augen schon. Und ich glaube, wir können auch einfach mal zwei, drei Momente das einfach mal wirken lassen. Mit dem Wissen, dass das, was wir hier tun... Und einfach auch mit Ihrer Unterstützung und mit Ihrem Wissen, dass das jetzt so ist, dass wir helfen können. Er hat sich selber auch noch gar nicht gesehen, wir haben gar keinen Spiegel. Der Applaus wird dir gleich verraten, dass du immer noch gut aussiehst. I'm okay. Meine Damen und Herren, das waren für Sie Rick McDonald, außerdem unsere Offiziere. Danke, danke schön. Vielen, vielen Dank. Ich will noch schnell sagen, danke an AIDA und speziell dieses Team, die das möglich gemacht haben, weil es ist witzig, wir können etwas Kleines machen, naja, es sieht viel aus, aber wir können etwas Kleines machen für einander und es kostet dich kein Geld, es ist allein Haare und ja, es hat vielleicht 2,5 Jahre gedauert, aber ich weiß sicher, dass es für etwas Gutes ist und naja, schönen Tag noch. Dankeschön. Vielen Dank, Rick. Und wenn auch Sie jetzt so richtig in Urlaubsstimmung sind, gehen Sie auf www.aida.de oder in Ihr nächstes Reisebüro und lassen sich beraten. Und hier kommt unsere Verlockung der Woche, diesmal eine wunderbare Reise in Südostasien. Bitte schön. Wir starten unsere Reise in Bangkok und besuchen als erstes Koh Samui mit seinen Traumstränden. Nachdem wir Singapur verlassen haben, erwartet uns Penang und Kuala Lumpur. Wir machen noch Halt in Ho Chi Minh Stadt und fahren zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Bangkok. Und zum Schluss natürlich wie immer die schönsten Bilder der Woche. Diesmal mit garantiert hohem Spaßfaktor, weil die Crew von AIDA Perla für Sie tanzt. Bitteschön.